Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gartenarbeit anzunehmen bei Firim auf Servus Mortis an dieser Position, also in seiner Höhle. Eingang ist ungefähr hier. Wie man am blauen Ausrufezeichen sieht, ist diese Quest eine wiederholbare Quest. So, jetzt darf man einen ziemlich weiten Weg zurücklegen, um die Questbedingungen zu erfüllen. Ich zeige euch, wo man hin muss und natürlich, was man da machen muss. So, erstmal nutze ich den Flugpunkt und fliege zur Zuflucht. Und ihr seht, selbst von der Zuflucht ist es noch ein sehr langer Weg bis in dieses Questgebiet. Also dauert es noch ein bisschen. Nun bin ich auch schon gelandet. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, ob euch der Patch gefällt, beziehungsweise das Gebiet, was ihr toll findet, was ihr nicht so toll findet. Ob ihr überhaupt hört, was ich jetzt sage, weil die meisten von euch, denke ich mal, werden vorspulen. Die bekommen das gar nicht mit. Wobei, wenn ihr antwortet darauf, die Frage, ob ihr das gehört habt, dann ist ja logisch, dass ihr was gehört habt. Okay, das macht keinen Sinn. So, und dann geht's hier entlang. Ich hätte eventuell in die Zuflucht meinen Ruhestein legen können. Okay, nächstes Mal. Werde ich vermutlich auch wieder vergessen, aber ich nehme es mal vor, nächstes Mal. Oh. Und schon bin ich im Questgebiet. Nun darf man hier diese Teile hier benutzen. Sammende Katamelone. Da spawnt normalerweise ein Gegner daraus. Und der Gegner, was spawnt, zählt zu Quest. Und zusätzlich kann er einen Samen droppen, der auch wiederum zu Quest zählt. Und da war auch schon ein Samen dabei. Aber nicht jeder Mob zählt Dings. Na? Nicht jeder Mob droppt so einen Samen. Mal schauen, ob diese Mobs Samen droppen können. Okay. Laut Quest sollen sie es können. Ich hau einfach mal alles hier kaputt. Ja, ja, die können auch Samen droppen. Und die Samen, wie ich sehe, braucht man nicht unbedingt für diese Quest. Man kann auch einfach nur diese Mob. Oh, die kleinen zählen auch dazu. Ich befinde mich auf dem Patch-Server. Und da wusste ich noch nicht, was alles dazu zählt. Für mich ist das meiste auch neu, aber dennoch versuche ich euch die Videos so zu aufzubereiten, damit sie euch helfen. So, hier ist noch so ein Samen der Katamelone. Von 8 Samen. Ui, noch was geht? Ja, das kommt mir zugute. Ich brauche diese Mobs. Drei Samen. Ich brauche weitere Mobs. Na, Mobs habe ich schon. Okay, Samen benötige ich.
Hier. Ah, jetzt habe ich ziemlich viel geedet. Zum Glück nur kleine Mobs. Und da habe ich auch den letzten Samen. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Könnte mich jetzt theoretisch irgendwo hin porten. Ich glaube, das dauert länger. Ich habe gar keinen Portstein. Ha! Das liegt daran, dass ich auf den Live-Server ein Spielzeug als Portstein habe. Dann muss man den eigentlichen Portstein nicht mehr wie im Inventar haben. Spart man sich einen Inventarplatz. Und die Spielzeuge wurden nicht auf dem PTF übertragen, wie es aussieht. Nö, nix, nada. Deshalb habe ich jetzt keinen normalen Bordstein. Aber mach nichts. Quest ist ja bereit zur Abgabe, dann geht's dahin. Mal schauen, bei wem die Quest abzugeben ist. Also ich finde das Gebiet ziemlich cool. So. Dann geht's hier entlang. Und ab zum Flugpunkt. Juhu. So. Quest des Glaubens. Oder wie heißt die? Ja doch, was des Glaubens. Alles klar. Passt schon. Ich nutze mal Sprinten. Quest ist abzugeben bei Vivim auf Zeves Mortis an dieser Position, also in seiner Höhle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. In der Videobeschreibung und in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!